ist wahrscheinlich so ein Vlog, wo man mich einfach nur die ganze Zeit schwer atmen hört. So. Okay. In welche Kamera gucken wir denn dann? Das kannst du dir aussuchen, abwechselnd. Okay, warte, machen wir erstmal mit deiner, das ist sonst komisch. Okay. Hey, ich bin bei der Jenny zu Hause, das ist die Jenny. Jenny ist auch auf YouTube unterwegs und du kannst ungefähr so gut Gitarre spielen, wie ich Klavier. Du kannst so gut Gitarre spielen, wie ich fotografieren. Und deswegen haben wir gedacht, wir sind ein optimales Team und wollen heute mal hier ein bisschen die Umgebung von Bergisch Gladbach besuchen, nach einer guten Location, um ein paar Fotos mit der Jenny zu machen. Und wir nehmen euch da jetzt mit hin. Viel Spaß. Viel Spaß. Du weißt, wo ich lang muss. Genau, geradeaus bis zur Kreuzung und dann rechts. Da kommt jetzt eine Kreuzung. Hier so weit draußen hätte ich nie eine Kreuzung erwartet. Das ist auch keine große Kreuzung. Dieser Baum hat seine eigene Verkehrsinsel. Wir sind unterwegs und fahren hier gerade durch die Pampa, weil ich habe schon einen kleinen Spot im Kopf, den wir jetzt mal anfahren, um zu schauen, ob es da schön ist. Es ist so ein bisschen mit einem See und sowas, also seid gespannt auf jeden Fall, wir sind das auch. Falls ihr mich nie wieder seht, hat die Jenny mich irgendwo im Wald zurückgelassen, weil ich glaube, ich finde nie wieder zurück. Ja, das ist alles so ein bisschen verwinkelt hier auf jeden Fall. Aber wir sind immer noch auf einer asphaltierten Straße, von daher. Hier können wir parken. Das ist nämlich hier rein. Ich komme gerade am Matsche, dann fahre ich da nicht ganz so drauf. Wir sind jetzt an der Location angekommen, die Jenny kannte. Das ist ein See, der ist ein bisschen zugefroren. Und da sind so Steine drin. Das müssen wir uns mal überlegen, ob wir hier irgendwie ein gutes Foto machen können. Wir gehen mal rum, glaube ich, und gucken den mal von allen Seiten an. Weil guck mal, hier jetzt zum Beispiel, hier sind jetzt die Steine im Wasser und die Sonne steht quasi von hinten. So, und wenn wir dich jetzt auf einem Stein platzieren, dann hätten wir die Sonne für die Haare als Haarlicht und können uns ein zusätzliches Licht bauen, was hier am Ufer stehen kann, was dich dann hauptsächlich beleuchtet. Die Frage ist nur, wie hübsch oder wie hässlich ist der sonstige Hintergrund? So, guck mal, wenn ich das jetzt schon hier in der Kamera sehe, finde ich, sieht das schon geil aus. Ne? Da sieht das auch schon cool aus. Oh ja, das sieht richtig cool aus. Das sollten wir versuchen. Ich sag, heute darf der Antichrist noch mal mitspielen. Das ist der Spitzname für das Objektiv. Okay. Weil dieses Objektiv und ich, wir sind immer nicht derselben, also wir sind selten derselben Meinung darüber, was scharf sein soll oder nicht. Aber wenn es scharf ist, dann ist es richtig cool. Aber deswegen Antichrist. Profi-Tipp. Speicherkarte nicht vergessen. Das ist eigentlich ganz cool. Eigentlich hätte ich das lieber so von vorne, das Licht. Eine Herausforderung. Weißt du, was ich jetzt mal versuche? Wie tief dieser See eigentlich ist. Na klar. Wir haben ja jetzt hier so ein relativ kaltes blaues Licht. Und damit das hinterher cooler aussieht, möchte ich, dass das Licht von vorne ein bisschen wärmer wird. Also ich mache es absichtlich wärmer. Dadurch sollte das Licht von hinten noch wieder ein bisschen kälter wirken. Oder das Umgebungslicht was kälter wirken. Und ich hoffe, dass ich da so einen ganz coolen Effekt rauskriege. Und deswegen nehme ich mir jetzt hier so eine Farbfolie, so wie die hier. Die verfälscht dann so ein bisschen den Weißabgleich. Und das mache ich jetzt an dem Blitz noch dran, bevor ich den versenke. Gucken wir mal. Warte, ich gehe. Ich versenke das jetzt einfach hier. Ich habe auch permanent Angst, dass mein Handy im Wasser landet. Wenn der jetzt noch in irgendeine Richtung umfällt, ist der für immer weg. Mhm. Jetzt kommt die Gitarre mit ins Spiel. Ja, meine Gitarre. Finde ich schön. Ich finde die auch schön. Habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Okay. Ja. Oh. Nee, ist alles super. Was das angeht, ist es cool. War auch kein Problem.
Jetzt haben wir die ersten Probefotos schon mal gemacht und jetzt erzähle ich euch mal so ein bisschen, was wir aufgebaut haben und was wir uns gedacht haben dabei, weil ihr wollt ja was lernen, ne, denke ich. Also, wir sind jetzt hier immer noch an diesem wunderbaren See, zum Teil gefroren, nicht drauflaufen. Die Sonne befindet sich hinter uns. Das ist irgendwie dieser helle Kram da hinten. Die Jenny sitzt auf diesem Stein. Ja, todesmutig und in Erwartung einer schweren Blasenentzündung zusammen mit ihrer braunen Gitarre und diesen krassen roten Haaren. Dann, also die Sonne leuchtet einfach ihre Haare an und das ist das, was ihr auf dem Foto so als leuchtenden Schein auf den Haaren sehen könnt. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Licht von vorne, um ja, sie einfach ein bisschen aufzuhellen. Und das machen wir mit dieser Softbox, die sich todesmutig in den kalten See gestellt hat. Ich hoffe, ich kriege die da wieder raus, ohne reinzufallen. Okay, ihr seht, das Ganze findet hier auf diesen Steinen statt. Das ist jetzt nicht so mega stabil, drauf rumzulaufen. Deswegen, ja, ich habe auch Angst, dass ich da noch reinfalle. Jetzt bauen wir nochmal, also wir machen jetzt nochmal ein Foto. Und zwar gefällt uns ganz gut, dass der ganze Hintergrund so braun und relativ farbarm ist. Und dann stehen die Haare natürlich als Kontrast ziemlich cool da raus. So ein paar Nahaufnahmen wollen wir jetzt noch machen. Und dafür gehe ich jetzt wieder ans Ufer, irgendwo da, wo diese Bäume rauskommen, da hocke ich mich hin. Bedeutet natürlich, dass ich nicht so wahnsinnig viel Auswahl habe, was die Blickwinkel angeht, aber passt schon. Wird schon was bei rauskommen. So, jetzt tue ich euch erstmal wieder hier hin. Dann könnt ihr weiter der Jenny beim Gitarre spielen zugucken. So. Du hast jetzt gerade auf deiner linken Seite so eine Haarsträhne, die widerspenstig ist. So ist gut. Perfekt. Kannst du die Haare, die auf der rechten Seite sind, nach hinten werfen? Dann, sonst verdecken die einfach immer die ganze Zeit das Gesicht. Perfekt. Und jetzt wird sich hingelegt, um entsprechend weit runterzukommen. Wehe, das lohnt sich nicht für das Foto. Du als Gitarrenexperte, was gibt es denn für interessante Details? Also es gibt vorne diese Nupsel. Wie nennt man die? Das hier? Ja. Hey, jetzt fragst du mich, das sind die Stellschrauben. Die Stellschrauben oder keine auch, also ganz fachmännisch Stellschrauben und als Semifachmann, so wie ich, nennt man das Nupsel. Ich weiß nicht, ob es wirklich Stellschrauben, ob das wirklich so heißt. Und unten in den Kommentaren geht es jetzt ab, ey. Die zwei Idioten, noch nicht mehr Ahnung, wie die Dinger heißen. Aber ich finde, Musikinstrumente sind bei mir sowas wie Botanik und Tiere, da kenne ich auch nicht aus. Okay, aber das fände ich doch ganz interessant, wenn du die Gitarre mal so drehst, dass das etwas mehr, noch krasser zu mir geht quasi. Musste ich, glaube ich, ja genau, wenn ich damit so ein bisschen drehst. Und dann versuche ich mal, die so ganz nah in den Vordergrund zu holen. Kriegst du die noch was höher, dass die quasi auf der Höhe vom Kopf sind? Also so spielt man natürlich nicht Gitarre, aber... Cool, das sieht aus wie in so einem 3D-Film, wo so absichtlich Sachen Richtung Publikum getan werden, damit auch ja auffällt, dass es ein 3D-Film ist. Das sieht dann so aus. Ich finde das cool. Was wir jetzt noch machen könnten, ist, wenn du die Gitarre mal so vor dich nimmst und mir den Gitarrenhals entgegenreckst und quasi auf das Gesicht zu, dass ich mal quasi versuche so. Quasi sowas. Lass ruhig tiefer, dass das Gesicht komplett frei ist. Genau. Jetzt machen wir das mal aber auch tatsächlich aufs Gesicht. Aber warte, ich glaube, das ist hochkant besser. Kannst du die Gitarre noch mit dem Hals ein bisschen nach da drücken? Also nicht unten soll sie da bleiben, wo sie ist. Einfach nur, dass sie nicht so gerade steht. Die stand so komisch gerade. Ich würde sie so gerne so ein ganz klein bisschen schief haben. Aber so schief. Ja, das ist aber wirklich nur, also ich sehe es ja, es ist noch nur der Nupsel, nicht das Holz. Genau, aber jetzt drehst du sie weg, das wollte ich eben nicht. Sondern, dass du wirklich nur, also wenn das der Hals ist, statt so gerade, dass der so ein bisschen gedreht ist. Ja, das ist so. Ich weiß noch nicht richtig, wie du es meinst. Warte. Ich fühle mal gerade, wie viel Platz wir da unten haben. Okay. Das ist einfach. Ah, okay. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Das ist ein bisschen mal. So manch, okay. So. Yo, Jenny, wir haben es geschafft. Fotos gemacht.
Nass sind wir nicht geworden, außer bestimmte Körperteile bei dir, aber alles andere ist trocken geblieben. Nichts ist reingefallen, keine Versicherung muss zahlen, alles cool. Ja, wenn euch Jenny und ihre Fotos gefallen haben, dann solltet ihr euch auch mal anhören, wie sie Gitarre spielt. Ich verrate nicht zu viel, klickt einfach mal hier unten drauf, ihr findet das schon. Da kommt jetzt Jennys Kanal, kann ich das angucken. Und jetzt blende ich euch noch ein paar Videos ein mit anderen lustigen Sachen, die ihr euch angucken könnt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Ciao.